Ja, was da los? Hey Leute, hier ist wieder euer Benny von den Türpe Qualis zu einem neuen Call of Duty Black Ops 2 Tipps und Tricks Video. Heute geht es darum, was ich euch für Tipps geben kann, wie ihr euer Ziel verbessern könnt, wie ihr einfach genau zielen könnt und ja, vielleicht eure Reaktion ein bisschen verbessern könnt. Zuerst einmal zum Gameplay hier im Hintergrund. Mir ist da etwas absolut Hammergeiles gelungen. Also ich machte in diesem Gameplay so viele Headshots. Das war im Zuge meiner Challenge mit den Snipern, Diamant zu erreichen, also dass ich die Tarnungen freischalte. Und da musste ich natürlich auch an der SVU vorbei, die ja meistens nur ein 2-Hit-Treffer-Kill hat. Und ja, mit Headshots macht man da auch einen 1-Hit-Treffer-Kill. Und ja, und da war einfach mein Ziel, so viele Headshots wie möglich zu machen. Und ich glaube, das habe ich in dem Gameplay einfach perfektioniert. Teilweise sieht das einfach echt so aus, als hätte ich dann einen Aimbot. Und die Leute, die das behauptet hatten, den konnte ich es ja gar nicht mal übel nehmen. Es sah ja wirklich so aus, obwohl ich einfach keinen hatte. Ich hatte wirklich an diesem Tag so ein hammergeiles Ziel. Und ja, könnt ihr dann mal in den Kommentaren reinschreiben, wie ihr das empfunden habt und ja, wie eure Meinung zu meinem Aim ist. Aber heute soll es ja darum gehen, was ich euch für Tipps geben kann, wie ihr euer Aim verbessern könnt. Und ja, der erste Tipp wäre hier gleich mal, spielt ohne Hilfen. Speziell bei den Konsolenspielern, ja, hier abgefahren, oder? Speziell bei den Konsolenspielern kann ich da nur empfehlen, schaltet dieses Auto-Aim-Feature aus. Also dass es automatisch zu den Spielern hin zielt und spielt einfach ohne diesen ganzen Hilfen. Das kann einfach verbessern, dass ihr euer Ziel verbessert. Dass ihr dann einfach lernt genau zu zielen und einfach ohne dieses Feature auskommt. Was ich da weiter noch empfehlen kann, spielt ohne Aufsätze. Mal probiert einfach wirklich, dass ihr ohne Aufsätze zockt, ohne diesen schneller Zielengriff oder auch ohne Schaft. Denn das sind einfach Aufsätze, die helfen euch beim Zielen enorm. Und dadurch gewinnt ihr einige 1 gegen 1 Situationen, die ihr ohne eventuell nicht gewinnen würdet. Und deshalb probiert es aus, zockt ohne diesen ganzen Hilfen, die werden euch wirklich helfen, ohne diesen, dass ihr euer Game verbessert und dann haut sie wieder rein und ihr werdet sehen, ihr seid besser. Ein weiterer Tipp, den ich euch geben kann, hier, Double Headshot, ha? Geile Sache. Ein weiterer Tipp, den ich euch geben kann, wenn ihr mal in einer starken Lobby sind, wo wirklich starke Gegner sind, lieft einfach nicht, bleibt drinnen, nämlich nur gegen die besseren Spieler, da lernt man wirklich etwas dazu und da wird man besser. Deshalb kann ich euch das nur empfehlen. Wirklich nicht liefern, wenn ihr in einer starken Lobby seid. Ihr müsst euch ja immer mit den Besten messen und so wird man besser. Was kann ich euch denn für Trainingsmöglichkeiten anbieten? Was kann ich euch da empfehlen? Also trainiert nicht im Kampftraining, also gegen die Bots. Die Bots sind einfach keine Menschen und die spielen einfach komplett anders. Also das kann ich euch nicht empfehlen. Geht einfach in ein Public Match rein und trainiert dort. Wirklich. Das ist einfach das Beste. Und ja. Am besten würde ich da empfehlen, frei für alle, da sind einfach viele Gegner und das Spiel ist dort einfach enorm schnell und es kommen auch viele Gegner von hinten, da die eventuell gleich wieder hinter euch spawnen und da müsst ihr einfach flink sein, da könnt ihr eure Reaktionen und euer Ziel verbessern, da ist es nämlich darauf angelegt, wenn ihr da stark sein wollt, dann müsst ihr schnell sein beim Zielen und ihr müsst auch treffen und deshalb würde ich da einfach empfehlen, dass ihr in frei für alle trainiert und ja, was kann ich noch sagen? Ein wichtiger Punkt ist auch noch, dass ihr die Waffen kennenlernt. Also zum Beispiel bei gewissen Waffen, die haben einfach einen ziemlich hohen Rückstoß und da lohnt es sich einfach nicht auf den Kopf zu ziehen, sondern auch in den Brustbereich, denn die Waffen verreißt es dann automatisch ein wenig nach oben und man trifft dann ja automatisch einfach ein wenig den Kopf. Und ja, also bei diesen Waffen, die einfach einen höheren Rückstoß haben, da einfach zentral auf den Brustbereich zielen und dann trefft ihr auch leichter den Kopf und der Gegner fällt schneller down einfach. Und bei den anderen Waffen, die vielleicht nicht so einen hohen Rückstoß haben, da könnt ihr dann wirklich versuchen am Kopf zu zielen. Da sterben dann die Leute ab und zu früher. Aber da könnt ihr dann meine Klassen-Setups ansehen. Und da seht ihr dann einfach wirklich, bei welcher Waffe lohnt es sich wirklich auf Headshots zu gehen. Ja, wichtig ist aber dabei hier wirklich hauptsächlich einfach die Gegner treffen. Das ist einfach das A und O. Und wer natürlich als erster den Gegner trifft, also wer als erster trifft in der 1 gegen 1 Situation, der ist natürlich klar im Vorteil. Und der gewinnt auch zu, ich würde sagen, 75% alle Duelle. Ja, was gibt es noch zu sagen? Ein wichtiger Punkt wäre auch noch zu wissen, wann sind die Gegner tot, wie viel halten die Gegner aus? Denn zum Beispiel, wenn mal zwei Gegner vor ihnen stehen, da kann man nicht warten, bis der Gegner tot ist oder da, weiß ich, 50 Schuss auf den einen Gegner hauen, wenn man sich nicht sicher ist, ob der tot ist. Also man muss da wirklich abschätzen können, ja, so viele Schüsse brauche ich, jetzt kann ich schon auf den nächsten zielen, auf den nächsten anvisieren und ich bin mir sicher, der andere ist tot und somit habe ich eventuell noch die Möglichkeit, den anderen auch noch zu bekommen. Ein anderer Punkt ist zum Beispiel beim Zielen noch, da kann ich euch empfehlen, bleibt beim Schießen nicht stehen. Also beim
beim Snipern müsst ihr stehen bleiben, weil sonst wird die Waffe nämlich ziemlich ungenau. Aber wenn ihr mit einer anderen Waffe, mit einer SMG oder mit einem Sturmgewehr spielt, bleibt beim Schießen nicht stehen. Bleibt immer in Bewegung, das ist das A und O, denn wenn ihr stehen bleibt, dann seid ihr einfach ein leichtes Angriffsziel für eure Gegner. Und ja, deshalb muss ich euch da einfach empfehlen, immer in Bewegung bleiben. Ja, und was sagt ihr eigentlich zu dem Hammer-Gameplay? So viele Headshots, ein Wahnsinn. Ein ganz guter Tipp, den ich euch noch geben kann, ist, dass ihr einfach erahnt, von wo die Gegner kommen, und einfach, ja, voranvisiert, wo ihr vermutet, da kommt jetzt gleich ein Gegner, denn wenn ihr das schon vorher zieht, dann habt ihr einfach schon 80% dieses Fights gewonnen und der Gegner hat dann kaum eine Chance mehr, den haut ihr da weg und der kann gar nichts machen. Also dieses, ja, ich würde jetzt einfach mal Pre-Aimen nehmen, gibt es eigentlich nicht, nennen, aber gibt es ja eigentlich nicht. Und ja, das kann ich euch empfehlen. Was kann ich jetzt speziell für Tipps für die Konsolen bzw. PC-Spieler geben? Also bei den Konsolen kann ich nur eine hohe Empfindlichkeit empfehlen, um einfach, ja, in 1 gegen 1 Situationen oder wenn mal schnell einer von der Seite kommt, da kommt es natürlich darauf an, wer ist schneller beim Gegner mit dem Fadenkreuz. Und ja, wenn ihr da schnell genug seid und da braucht ihr natürlich eine hohe Empfindlichkeit, gewinnt ihr auch meistens die Duelle. Bei dem PC ist das jetzt nicht unbedingt so wichtig, denn mit der Maus ist man ohnehin ziemlich schnell und da kann man einiges wegmachen. Für die PC-Spieler kann ich noch den Tipp geben, dass ihr vielleicht die Taste zum Waffenwechsel besser positioniert, um einfach schneller Waffen wechseln zu können und dass da überhaupt keine Zeit verloren geht. Ich habe zum Beispiel das Waffenwechseln auf F, also gleich neben WASD, und da bin ich einfach schnell mit der Hand dort und kann schnell Waffen wechseln. Da bin ich meistens auch im Vorteil. Ein letzter Tipp, den ich euch noch geben kann, vielleicht zur Maus für die PC-Spieler. Da ist es wirklich wichtig, vielleicht eine etwas größere Maus zu haben, die wirklich gut in der Hand liegt und mit der man gut umgehen kann. Die speziell eine Gaming-Maus, eine richtig teure, braucht man jetzt nicht unbedingt, aber wenn man wirklich eine hat, die gut in der Hand liegt, dann ist das sicher ein Vorteil. Ich habe zum Beispiel die G700 von Logitech, finde ich eine super Maus. Und ja, das soll es eigentlich wieder gewesen sein von meinen Tipps zum besser zielen. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen und in diesem Sinne, danke fürs Zuhören, vergesst bitte nicht auf die Bewertung des Videos und ja, ciao! Come.